I would call it nervous excitement. It's a big work and you don't often get the chance to hear something that you've spent a lot of time on, just to hear it come to this point. It's amazing. Yeah, I'm pretty excited. I hope that the public will feel a sense of oneness with the church, and that it brings people a sense of light and joy as well. It is a very intense piece. I'm aware of the many layers. Man ist absolut im Hier und Jetzt. Man schweift nicht ab. Also ich schweife nicht ab und war gebannt. Ich könnte mir es im Radio nicht anhören. Aber live ist das großartig. Am Beginn war es sehr schwer reinzukommen. Also da war ich nicht sicher, ob ich das aushalte. Und am Ende hätte es noch doppelt so lange dauern können. The rehearsal process has been amazing because we've been here for a couple of days, and to be able to hear the work for the first time in the place where I wrote it and conceived it and came up with this idea was, it's very special because you don't often get access into a church when it's quiet, especially a church like this, because it's always got tourism and people coming in devotion to Maria. Ich habe Bass gesungen im Chor. Ich singe oft moderne Musik. Moderne Musik diesen Kalibers selten. Und ich denke, es hat sich insgesamt sehr gelohnt, die Spannung vom Publikum mitzunehmen und im Moment zu sein. Es war eigentlich sehr angenehm. Ich will Ihnen sagen, dass es mir wirklich sehr gut gefallen hat. Ich habe eine leichte Nervosität gespürt. Und das ist dann, hat sich dann das so beruhigt. Und jetzt hätte ich da noch sitzen können, besonders mit dem Schlagwerk, Violine, Flöte. Also ich will sagen, alle Achtung, was man da machen kann. Dieser Teil von Ossiach, da kam die Musik aus den Wänden. Es war wirklich spürbar, dass diese Musik für diesen Raum gemacht ist. Also es war sehr spannend und ich freue mich sehr, dass es in beiden Räumen so gut funktioniert.